Hallo liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Der Markt für Essenslieferdienste ist aktuell sehr hart umkämpft. Ganz vorne mit dabei ist Delivery Hero. Wie die Berliner ihre Marktposition aufrechterhalten wollen, darüber spreche ich jetzt mit dem Finanzchef Emmanuel Thomassin. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Thomassin, vor wenigen Wochen haben Sie ja erst die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Die waren eigentlich ganz gut. Sie haben sogar die Umsatzprognose angehoben. Am Berichtstag selbst hat der Aktienkurs ja auch positiv reagiert, ging dann aber wieder runter. Woran lag das? Ich glaube, in der Tat, also unsere Zahlen waren wirklich gut. Wir haben auch bewiesen, dass unsere Investitionen, also wir haben unsere Investitionen erhöht zum zweiten Hälfte des Jahres und der Return ist wirklich gut. Also man sieht einfach, dass das Wachstum einfach schneller sogar ist, als was wir in Q2 hatten. Ich glaube, das hat mit der allgemeinen Wirtschaftslage derzeit zu tun. Die Märkte sind nervös, die Investoren sind verunsichert, die ganzen Tech-Firmen, also diese sogenannten GAFA, also sind auch stark zurückgegangen um 25%. Ich glaube, das ist ein allgemeiner Trend. Aber Sie haben ja grundsätzlich momentan mit einem sinkenden Aktienkurs zu kämpfen, seitdem Sie im August angekündigt haben, dass Sie die Gewinnschwelle nicht wie geplant dieses Jahr knacken werden. Das hat ja auch das Vertrauen der Investoren beschädigt. Wie bauen Sie das wieder auf? Also ich weiß nicht, ob wir von Vertrauensbeschädigung sprechen können. Wir haben vielleicht mal unsere Investoren überrascht, weil wir auch bei IPO gesagt hatten, wir würden Break-Even erreichen in 2018 und dann Break-Even sein in 2019. Im Laufe von 2017 haben wir angefangen, unsere sogenannten On-Delivery, also die Lieferung, die wir jetzt selbst tätigen, haben wir in zwei Segmenten erweitert, also sprich in MENA und Südamerika. Und weitere Projekte haben wir gestartet, und zwar relativ klein. Also wie sowas aussieht, sie starten in eine kleine Stadt, testen und wenn sie einfach mal einen guten Return sehen, dann beschließen sie, ob sie weiter investieren sollten oder nicht. Und da haben wir die Gelegenheit gesehen und haben wir das auch verkündet, also dann mit unseren Halbjahreszahlen. Das hat vielleicht mal ein paar Leute überrascht, aber ganz schnell haben die verstanden, warum es geht und warum wir jetzt diese Investitionen tun. Also wenn wir auf Roadshow sind, dann haben wir diese One-on-One-Sitzungen, wo wir erläutern, warum wir das machen, warum jetzt und wie viel Geld wir da investieren wollen, können. Sind damit jetzt auch diese 80 Millionen gemeint, die Sie ins Marketing rein investieren wollen? Also wir haben nicht verkündet, wofür wir das nutzen werden. Was wir gesagt haben, ist, dass wir ungefähr die Hälfte für Marketing nutzen würden und die andere Hälfte für andere Investitionen. Und darunter haben wir in Sales investiert. Unseres Geschäft lebt von der Akquisition. Das heißt, wir müssen die Anzahl der Restaurants, die auf unserer Plattform zu finden sind, akquirieren. Und das ist gerade, was ich erwähnte in der dass wir in kleinere, vermeintlich kleinere Städte da uns konzentrieren. Also sprich, wir haben Tier-1-Cities. Also wenn Sie zum Beispiel ein Land wie, nehmen wir mal Korea, wenn Sie einfach Seoul sehen, das ist im Endeffekt die größte Stadt des Landes. Und dann haben wir festgestellt, dass dann in Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 Städte, dass da eine große Nachfrage gibt. Und das haben wir getestet. Und um diese Städte auf die Plattform zu bekommen, brauchen sie eine Verkaufskraft oder Vertrieb. Und da investieren wir. Wir haben auch in Tech investiert. Wir sind eine Tech-Firma. Das heißt also, wir investieren in weitere Entwicklung des Produktes und auch in der Logistik. Für nächstes Jahr haben Sie auch angekündigt, dass Sie 160 Millionen Euro investieren wollen, auch in Marketing, so hatte ich es zumindest verstanden. Für was genau ist das Geld geplant? Können Sie vielleicht auch ein paar konkrete Projekte nennen? Also wie gesagt, wir hoffen, dass wir 160 Millionen investieren können. Also es ist nicht nur rein Marketing. Ich sage wirklich mal, wir hoffen, weil wenn wir jetzt 160 Millionen in TV-Werbung investieren können, das können wir innerhalb von einer Woche ausgeben. Das ist kein Problem. Ein Teil davon, ich kann nicht einfach mal sagen, wie viel, aber das wird schon ein Großteil davon, wird eher in Investitionen wie Tech, wie gesagt, also oder in Vertrieb investiert werden. Und dafür müssen Sie Leute einstellen, müssen Organisationen schaffen. Das schaffen Sie nicht über Nacht. Und wenn Sie das richtig machen und das auch prüfen wollen, ob sie einen Return bekommen, dann haben sie gewisse Ziele, zum Beispiel pro Verkäufer definiert. Da überprüfen sie, ob die erreicht werden, ob der Return da ist. Und deshalb sagen wir hoffen, dass wir das investieren können, ist aber nicht garantiert. Sprechen wir ein anderes Thema an. Sie stehen ja in starker Konkurrenz zu Just Eat aus Großbritannien und Takeaway aus den Niederlanden. Wo sehen Sie sich denn im Vergleich zur Konkurrenz besser aufgestellt? Also Just Eat, in der Tat, also wir haben im Endeffekt in dieser Industrie gibt es vier globale Player. Also Sie haben Grubhub, die einfach in Amerika tätig ist und nur in Amerika präsent ist, also Nordamerika. Dann haben Sie Just Eat, die sind
glaube ich, in 13 Länder zu finden. Und wir haben kaum Länder, wo wir einfach mal Überlappung haben. Also das einzige Land, glaube ich, ist Norwegen. Ansonsten ist Just Eat einfach in Ländern präsent, wo wir nicht präsent sind. Takeaway ist in der Tat ein Player, wo wir in Deutschland, in Österreich beide tätig sind und wo wir da einfach einen starken Wettbewerb haben. Insgesamt sind wir bei weit der Nummer 1, also bei der Anzahl der Bestellungen weltweit, der Anzahl der Länder, die wir betreuen, die Anzahl der Restaurants. Also da sind wir weit Nummer 1 weltweit. Das ist, glaube ich, umstritten. Ein wichtiger Markt für Sie ist ja auch die Türkei, aber da gibt es ja momentan viele Risiken wegen der Währungskrise. Wie gehen Sie damit um? Wie schützen Sie sich? Also die Türkei hat, also wenn wir einfach mal, wir reporten natürlich in Euro, das heißt, da habe ich einfach ein FX Exposure sozusagen. Das heißt also, da ich einfach in die Euro-Währung reporten müssen, dann habe ich natürlich eine Lira, die abschwächt und dann habe ich ein Problem. Wir haben uns immer wieder gefragt, ob wir hedgen sollten. Die Kosten für Hedging sind extrem hoch und bis jetzt haben wir uns immer dagegen entschieden, weil wir haben so viele Currency in unsere, also so viele Währungen in unserem Portfolio, wir sind in 42 Ländern tätig, dass wir einen sogenannten Natural Hedge haben. Also wenn eine Währung runtergeht, dann gibt es eine Abwertung oder Aufwertung von anderen Währungen und bis jetzt, kumuliert gesehen, auf eine längere Zeit, haben wir diesen Natural Hedge. Bei der Türkei ist es wirklich sehr interessant zu beobachten, dass das Geschäft an sich nicht darunter leidet. Also sehr oft werden wir gefragt, was bedeutet das für Sie, diese politische Unruhe oder die wirtschaftliche Entwicklung? Und unser Geschäft ist krisensicher, wie ich sage. Das heißt also, Gegessen wird immer, in der Tat. Und in viele Fälle haben wir gesehen, ich nehme jetzt auch zum Beispiel Griechenland, als es die Euro-Währung gab oder Euro-Problematik gab, da wurden einfach mal nur 20 Euro pro Tag konnte man abheben. Da haben wir uns auch gefragt, was bedeutet das für uns? Und was wir festgestellt haben, ist, dass unser Geschäft davon profitiert hat, weil die Leute sind nicht mehr in ein Restaurant gegangen, sondern haben einfach nach Hause bestellt, haben sich einen Wein im Supermarkt gekauft und haben zu Hause dann gegessen, nicht mehr im Restaurant, das heißt über unsere Plattform bestellt. Ja, danke Ihnen schon mal bis hierhin. Ich habe auch für Sie unsere drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um ganz kurze Antwort, gerne einfach ein Ja-Nein. Die erste Frage, Sie sind in den vergangenen Jahren vor allem stark über Zukäufe gewachsen. Stehen auch 2019 welche an? Sehr wahrscheinlich, ja. Die zweite Frage, wir hatten schon darüber gesprochen, dass Sie viel dieses und nächstes Jahr ins Marketing auch investieren werden. Werden diese Ausgaben nochmal aufgestockt werden müssen? Ja. Und die letzte Frage, Sie haben ja noch nicht gesagt, ab wann Sie profitabel sein werden. Kann man denn zumindest sagen, dass es spätestens 2021 so sein wird? Das würde ich nicht beantworten. Na gut, wir werden es beobachten, vielleicht sprechen wir uns dazu nochmal. Ja. Danke Ihnen, dass Sie hier waren. Recht vielen Dank. Danke Ihnen auch fürs Zusehen. Das war Finance TV für heute. Beim nächsten Mal sehen Sie bei uns ein Interview mit dem PwC Deutschland-Chef Stefan Scheible. Wir sprechen mit ihm darüber, wie er die Marktführerschaft von PwC verteidigen will. Ich hoffe, Sie schalten ein. Bis dahin, machen Sie es gut.